Ein herzliches Willkommen auf dem roten Teppich von Ein Herz für Kinder. Wie sieht die Weihnachtsplanung aus? Das stelle ich mir bei euch zu Hause so vor. Dieses Jahr ist es ein bisschen komplizierter als die letzten Jahre, aber wir machen das Beste draus. Was war denn? Ich liebe, liebe, liebe Weihnachten. Natürlich eine aktuelle Frage. Wie wirst du Weihnachten dieses Jahr feiern? Wie sieht's aus? Hoffentlich besinnlich mit meinen Kindern und Wir legen auf jeden Fall alle Handys weg, alle Medien sind aus und wir sind zusammen. Einfach nur zusammen und haben Zeit. Ja, das schaffen wir. Gibt es eine Tradition? Gibt's was? Weißt du, was wir machen, Heiligabend? Nein. Wir sitzen im Flieger. Nicht das stimmt weiter. Doch gerade vor den Malediven, habe ich gesehen. Wir sitzen im Flieger Richtung Australien. Und was sagt Simone dazu? Meine Mutter. Oh, meine Mutter leidet sehr. Die kommt mit. War die schon hier? Ja, oder? Die war schon hier. Die hat sie bestimmt gesagt, ne? Die kriegt die Krise immer. Das Kind immer weg, das Kind immer beim Typen. Die würde natürlich wahnsinnig gerne super traditionell mit mir Weihnachten feiern. Aber da ist leider auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Ich weiß es sehr wertzuschätzen, nichts zu tun manchmal auch. Und das mache ich an Weihnachten, weil kein anderer hat auch Bock irgendwie zu arbeiten. Und das finde ich super. Mir ist es immer wichtig, in Kontakt zu sein. Und das ist wichtiger. Und ob ich jetzt einen Armband habe, eine Tasche oder sonstiges, das ist mir so egal. Naja. Also, das ist so als ein bisschen sehr politisch korrekt formuliert. Mein Gefühl ist nach vielen Erfahrungen, wenn das dann nicht das Richtige war, was man wollte, da gab es auch schon mal ganz große Enttäuschungen. Also insofern, da wird schon irgendwas geben für alle Beteiligten. Also Weihnachten ist für uns wirklich für unsere Kinder. Wir haben ganz viele Kinder jetzt. Ich und das Eros und Aurora. Und ich bin jetzt Oma geworden. Ja. Also ganz, ganz viele Kinder sind im Haus. Und deswegen ist die Magie da. Und da muss man die Magie auch bringen, damit sie sehr viel Spaß haben. Bei uns wird viel gegessen, viel gesungen und ganz viel Freude. Weihnachtsrituale, wir haben einen Baum, er ist noch nicht geschmückt. Also Moment, was heißt wir haben einen Baum? Ich habe ihn heute geholt. Ja? Das eigenhändig geschleppt, getragen. Geschlagen? Geschmückt hast du ihn? Nein, geschlagen habe ich ihn nicht, nur getragen. Aber er hat ihn noch nicht geschmückt, das heißt, es ist Arbeitsteilung im Prozess.